Die Preise steigen, sie verdoppeln sich, sie verdreifachen sich, sie vervierfachen sich. Energiepreise, Treibstoffpreise, Mietpreise, ja selbst Lebensmittelpreise rauben den Menschen das wenige Einkommen zum Auskommen. Aber es trifft nicht nur die ärmsten Damen, wie üblich. Es tilgt diesmal auch den Mittelstand. Die größte Inflation seit dem Zweiten Weltkrieg droht. Den Menschen werden ihre letzten Ersparnisse geraubt. Und die Politik? Die ergeht sich in halbherziger Symptombekämpfung. Ein wenig entlasten hier, ein wenig helfen da, ein wenig Almosen hier, ein paar Brosamen da. Der große Schutz vor dem Monster der Inflation verpufft. Jene Medien, auch der geliebte Boulevard, die noch vor Wochen für Sanktionen gegen Russland regelrecht kampanisiert haben, ihre Kriegshamster mit Schaum vor dem Mund den Untergang europäischer Wirtschaft aus Solidarität mit der Ukraine forderten, vertreten nun, welche Überraschung, ihre geschundenen Abonnenten vor den horrenden Preisen. Welch große Heuchelei, welch große Lüge, welch widerwärtige Verlogenheit. Chefredakteure, die in Millionen baden, beklagen sich nun über das Leid der Mindestpensionisten. Jene Politiker, die noch vor Wochen den totalen Wirtschaftskrieg gegen Putin wollten und durchsetzten, beklagen nun den Kollateralschaden ihrer eigenen Politik. Das Symptom ist der Preisanstieg und die kommende Armut. Die Ursache sind hingegen die Sanktionen. Jene heldenhaft formulierten Sanktionen, die uns nun selbst auf den Kopf fallen. Denn der Verrückte aus Moskau war offenbar doch nicht so verrückt und hat seinen von Europa unabhängigen Wirtschaftskreislauf mit China, Indien und Pakistan gebildet, feiert fröhliche Urstände. Und wir, uns bleiben die verrückten Märkte. Da fehlen die Weizen, die fehlenden Rohstoffe, das fehlende Gas, das fehlende Erdöl. Europa erlebt die größte Wirtschaftskrise seit 1945. Und es ist auch kein Wunder. Wir haben auch die dümmsten Regierungen seit 1945.